von Bestware, also X MG Schenk Computers, also ein deutscher Hersteller, einen Gaming Computer. So, das war mit der Deckel. Den wir einmal kurz unboxen. Wir haben hier die Schutzmauer. Dann der Laptop an sich. So, das ist dann mit dem Laptop. Hier das Logo XMG. Ja, natürlich hier noch eine Folie drin. So sieht das Ganze auch mal von hinten aus. Der XMG Neo, hier der Code, wenn ihr euch die gleichen bestellen wollt. So ist das Ganze einmal los. Einmal ein Kabel, einmal ja, Sticker, den man auf dem Laptop drauf machen kann. Hier, also das sieht man leider nicht so durch die Folie durch. Aber die neuen kennt man, da ist ein Ryzen 9 5900. HS verbaut und ein RTX 3080. Das Ganze ist aus dem Baujahr 2021. So, und hier haben wir natürlich noch das andere Teil des Ladekabels und einen Wiederherstellungs-USB-Stick von der Firma Schenk Technologies. Wozu dann auch XMG gehört. Das ist dann denn hier so, ja, hier ist super Schlachtschiff, hier ist super High-End-Computer. So. So sieht die ganze Tastatur einmal aus. Wir haben hier einmal das ganze Tastaturfeld, hier die Handtaste, hier können wir verschiedene Turbo-Moden einstellen, also einen sparsamen, einen Enthusiasten-Modus und einen Gaming-Modus. Dann sind drei voreingestellte Stufen von XMG, direkt die sich dann anpassen. Und was wir hier richtig cool haben, wir haben hier eine Zahlentastatur, wie wir sie sonst normalerweise nicht bei Laptops haben, aber wir haben hier auch ein 17 Zoll Neo. Wie ihr im Internet sehen könnt, gibt es viele Leute, die für die eine Wasserkühlung ein nachrüsten. Also hier kann man auch nachrüsten mit einer Wasserkühlung. Und das macht tatsächlich auch viel aus, denn ich muss euch ehrlich sagen, der wird schon seine 70, 80 Grad haben. Das Ding brodelt ordentlich, das stimmt. Ja, wir haben hier auch natürlich eine RGB-Beleuchtung. Wenn ihr das Ganze dann einmal anschmeißt, dann sehe ich das. Das mache ich in dem Fall jetzt nicht, weil der ist genau auf Werkseinstellung. Deswegen wird es wahrscheinlich noch gar nicht funktionieren. Also der ist noch gar nicht installiert. Dann haben wir hier oben eine 720p Kamera. Gut, da muss man halt schon sagen, 720p, aber gut, der ist ja auch zum Gaming da und die meisten, die eine die Stream haben extra Webcam dafür. So, klappen das Ganze noch einmal zusammen und schauen wir uns von der Seite an. Auf der einen Seite haben wir hier die Luftauslässe, ein USB 3.2, USB 3.2a und einen SD-Karten-Slot, bei dem ihr SD-Karten natürlich anschieben könnt. So, wir sind einfach auf der hinteren Seite. Nochmal hier zwei Lüfterausgänge. Ein USB-C-Anschluss, also ja, das ist USB-C. Auch, glaube ich, 3.2. Aber kein Thunderbolt-Anschluss, wie ich das schon in gewissen anderen Videos schon gesehen habe. Aber hier ist definitiv kein Thunderbolt-Anschluss. Dann haben wir hier einen HDMI-Ausgang und ein LAN-Kabel-Ein- und Ausgang. Stromeingang. Ja. Kommen wir nochmal zur rechten. Also, von der Dose die linke Seite. Hier haben wir einmal einen Klinkeneingang für
Klinkenausgang, weil hier kommt ja die Kopfhörer rein. Dann das rum und hier ist der Klinkeneingang. Also ein Mikrofon. Eingang haben wir hier. Und nochmal ein USB-Port 3.2 USB-A-Port. Genau. Das war's dann eigentlich schon mit den ganzen Möglichkeiten. Man kann die ganzen dann rausschrauben. Und dann drinnen sieht man das ganze SSD-Zeug und so alles. SSD, Grafikkarten, Lüfter, Wärmeleittasten, RAMs. Das Gute ist an diesem Computer, ihr könnt das, den RAM erweitern, ihr könnt die SSD-Karte tauschen. Auch der Chip ist tauschbar, also der SSD, die CPU und die GPU sind noch tauschbar. Das muss man den schon lassen, dass man da selber noch danach handlegen kann und noch aufrüsten kann. Genau. Tja. Habt ihr noch Fragen zu diesem Computer? Dann schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao und tschüss.